Es ist nicht gut für euch, wenn ihr die ganze Zeit nur am Zocken seid. Die ganze Welt ist schon verpixelt. Was ist denn hier los? Oh, der König der Schule wird wohl gewählt. Wer stark genug ist, das legendäre Diamantschwert zu ziehen, wird der König der Schule sein. Aber niemand schafft es, bis sie auftaucht. Was soll das? Oh, unsere Königin! Die Königin des Diamantschwertes. Von nun an sind wir ihre treuen Untertanen. Mach dein Minecraft-Schwert aus Bügelperlen. Leg Backpapier darauf und bügelt es. Was soll das hier alles? Zinn, erklär mir das mal. Naja, es ist nur ein Lesezeichen für die größten Fans von Minecraft. Das ist ein wichtiger Zeitplan. Er muss an der Pinnwand hängen. Aber die Pinnnadel will einfach nicht. Ist die Pinnwand aus Beton? Komm schon! Los! Na schön, da muss was anderes her. Ah, da liegt ja eine Marshmallow-Spitzhacke. Damit wird es klappen. Wickelt deine Korrekturflüssigkeit in Modelliermasse ein. Malt Augen und den Mund mit einem Feinliner. Setzt aus Modelliermasse einen schwarzen Kreis auf. Verwendet dein Cutter und schneidet es etwas ein. Setzt noch einen weißen Stab mit einer schwarzen Kugel ein. So, jetzt sollte es klappen. Danke, Marshmallow. Hey, Alex. Gib mir mein Marshmallow zurück. Du weißt überhaupt nicht, wie es funktioniert. Es ist keine Spitzhacke. Es ist eine Korrekturflüssigkeit. Man sieht, dass du ein Fortnite-Neuling bist. Zinn! Hör auf, Minecraft zu spielen. Los, zurück an die Arbeit. Das ist nicht fair. Obwohl... Minecraft ist immer bei mir. Radiergummi Steve, komm raus! Schneidet ein T-förmiges Stück aus einem blauen Radiergummi aus. Klebt dann Radiergummis einer anderen Farbe an die Seiten. Dies sind die Arme von Steve. Klebt jetzt einen rechteckigen Radiergummi oben an. Das ist der Kopf. Und klebt auch Radiergummis als Haare und Beine an. Malt dann noch Augen und Haare. Zinn muss kurz raus. Steve, bleib hier. Ich bin gleich zurück. Oh, was für ein süßer Radiergummi. Perfektes Timing. Steve, komm her. Was machst du? Oh, mein armer Steve. Bist du noch am Leben? Mach hier kein Drama. Und geh an die Arbeit. Wie konnte er es wagen, dich so zu foltern? Jetzt bin ich ja da. Wir haben einen neuen Streich erfunden. Wir lassen Zahlen von der Tafel verschwinden, während die Lehrerin nicht hinschaut. Was soll das? War es Magie? Ein Fluch? Oder ein Minecraft-Geist? Schneidet einen alten Tafelschwamm durch. Und schneidet eine Vertiefung in eine Hälfte. Klebt dann schwarze Filzstreifen an. Und klebt die andere Hälfte des Radiergummis darauf. Wickelt es noch mit schwarzem Filz ein. Und klebt quadratische Filzaugen dazu. Wo sind meine Notizen? Ah, ich verstehe. Jemand hat einen Geist an meine Tafel gehangen. Mal sehen, ob er auch deine Noten wegradieren kann. Es ist nur ein Tafelschwamm. Total harmlos. Was?
Es ist noch keiner hier? Merkwürdig. Schön, ich warte. Aber es sieht so aus, als wäre bereits jemand im Klassenzimmer. Ein Poltergeist? Der Geist des vorherigen Lehrers? Oder der Geist meiner Urgroßmutter? Oder ein Minecraft-Creeper? Klebt ein ausgedrücktes Bild einer Kriechpflanze an eine Magnetfolie an. Und schneidet die Pixel ab. Ah, was ist das? Na, guck doch genauer hin. Das sind Magnete. Der Streich war ein Erfolg. Wer hätte gedacht, dass Ben so ein Angsthase ist? Was für ein schöner Tag. Und was für ein schöner Schädel. Ich liebe meine Schüler. Ich möchte dich jetzt umarmen. Immer mit der Ruhe. Ich bekomme keine Luft. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, und hier ist die Antwort. Es ist ein Cuddle-Teamleiter. Bemalt einen runden Anspitzer mit rosa Farbe. Befestigt weiße Filzstücke an rosa Bommeln. Und klebt sie als Ohren auf den Anspitzer. Macht das Gesicht des Cuddle-Teamleiters aus farbiger Modelliermasse. Macht die Augen, die Nase und den Mund. Klebt auch farbige Watte auf die Stirn. Bestreicht den Kopf mit klarem Nagellack. Ben, schau dir das an! Der Cuddle-Teamleiter und unser Lehrer sind eins! Ah, deshalb sind die so komisch. Zinn hat einen Lieblingsmarker. Jeder träumt davon, ein Fortnite-Lama zu haben. Formt ein Lama-Kopf aus Fimo. Und setzt es auf einen Marker. Fügt Augen und das Geschirr aus Fimo hinzu. Passt dann die Form mit einem Modellierwerkzeug an. Backt das Lama ganz kurz bei kleiner Stufe im Ofen. Schneidet dann Filzstücke ein. Und klebt sie an das Lama. Dieses Lama hilft mir, die wichtigsten Notizen hervorzuheben. Und für einen Streich ist das Lama natürlich auch gemacht. Jeder weiß, dass in einem Fortnite-Lama Schätze versteckt sind. Alex, schau! Ich habe ein Lama! Und da waren viele Schulsachen drin. Wie hast du das gemacht? Ist dieses Lama wirklich magisch? Ich will es auch versuchen. Komm schon, hau härter drauf. Du kannst ja weiter üben. Du musst dich an dieses Lama gewöhnen. 2 Stunden später fallen Alex die Finger ab und er hat es immer noch nicht geschafft, dass Alex auf sowas reinfällt. Alex kann man echt leicht reinlegen. Mein Minecraft-Schwein-Notizbuch hilft mir diesmal. Schneidet rosa Schaumgummi in Quadrate. Lasst es wie Pixel aussehen. Und klebt sie auf ein Notizbuch. Verwendet rosa Quadrate, um einen Ringelschwanz zu formen. Macht dann eine Nase und klebt ein Make-up-Schwamm und Schaumgummi-Quadrate an. Fügt auch schwarze und weiße Augen hinzu. Hey Alex, schau mal! Ich habe ein echtes Minecraft-Schwein hergestellt. Und wenn du es mit einem Schwert triffst, gibt er dir Fleisch. Ist das nicht cool? Versuch es auch. Es ist nur ein Notizbuch, kein echtes Schwein. Hey Leute, was macht ihr da? Fangt an zu lernen. Wir haben ein leckeres, von Minecraft inspiriertes Schweinesteak für Sie. Für mich? Lecker. Hey Mann, Buh! Was soll das? Hast du Langeweile? Es ist nur eine Maske von Rabbit Rider. Und auch gleichzeitig ein Federmäppchen. Klebt ein Reißverschluss an ein ovales rosa Kunstfell.
Kleb Plastik bei den Augen einer Maske an. Und kleb dann das rosa Fell auf die Rückseite der Maske. Bemalt noch das Gesicht von Rabbit Rider aus Fortnite. Fügt dann Details mit einem Marker hinzu. Klebt lange Vorderzähne aus Schaumgummi an. Lass uns einen Streich spielen. Ich wette, die Lehrerin hat noch nie so ein Kaninchen gesehen. Puh, heilige Pixel. Puh, es ist nur ein Federmäppchen. Wie fandet ihr unsere Schulsachen? Schreibt uns, welche Schulsachen ihr gerne herstellen würdet. Eine Marshmallow-Korrekturflüssigkeit, ein Rabbit Rider Federmäppchen oder Magnete. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.